Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir haben Freitag und pickepacke volles Programm. Wir sehen es schon im Hintergrund, auch auf dem Monitor stehen Trading-Ideen, Index-Analyse und wir haben den Martin Gösch heute Morgen mit dabei mit einem COT-Spezial. Er ist ja Spezialist im Bereich der COT-Reports und wir besprechen heute mal das ein oder andere Signal und auch woran wir erkennen können, dass die Signale nicht immer funktionieren und wie wichtig die Risikoabsicherung ist, auch wenn die Big Boys hier Geld in eine bestimmte Richtung schieben. Das Ganze gleich nach den Dingen, die wir hier besprechen, mit Blick auf die Trading-Ideen für heute, auf die Marktlage der Nachrichten und natürlich der Indexcheck. Das Ganze, wer schon in den Blog geschaut hat, in die täglichen Handelsideen hier von Tickmill, britisches Pfund, US-Dollar, WTI und Neuseeland-Dollar, US-Dollar stehen hier auf der Uhr. Das heißt, an dieser Stelle haben wir volles Programm. Danke auch für die Rückmeldung über die diversen Kanäle an dieser Stelle. Das passt wunderbar. Zoom geht mittlerweile auch. Wir kriegen ja auch schon die Fragen, dass wir hier den Dow Jones auch mal noch mit beleuchten sollen. Da gehe ich natürlich drauf ein. Wir hatten ja gestern das Spezial und Hollewitzka, da ging die Post so richtig ab, dass ich bin hier aus dem Feiern gar nicht wieder rausgekommen. Aber gut, andere Geschichte. Trading ist halt einfach ein richtig geniales Business, wenn man weiß, wie es geht und an den richtigen Stellen da sitzt, dann kann schon einiges passieren. Das Ganze, wie schon gesagt, gucken wir uns gleich an. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis. Ich bitte es in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit machen wir hier heute ein bisschen flotti. Die Tagesnachrichten für den heutigen Tag einfach mal gut durchgesprochen. Wir sehen es, Einzelhandelsumsätze in Deutschland rückläufig. Besser als erwartet, ja. Es war eine Prognose von minus 3,3. Aber natürlich deutlich schlechter als das, was im Vormonat da stand. Was bekommen wir noch? Wir bekommen um 11 Uhr die Verbraucherpreise in der Eurozone, da dürfte es keine Überraschung geben. Eine tolle Überraschung wäre es, wenn sie angestiegen wären, zumindest auf wirtschaftlicher Basis. Das muss man auch immer als zweischneidiges Schwert sehen. Aber ich denke, da wird es keine großen Überraschungen geben. Es gibt noch das BIP aus der Eurozone, das Ganze um 11 Uhr. Und den Nachmittag dann bestimmt ganz klar die USA, das Geschehen. Da gibt es ein paar Dinge, den Chicago Einkaufsmanager-Index, die Uni Michigan kommt mit den Konsumentenerwartungen und dem Verbrauchervertrauen um die Ecke. Das sind wichtige Fakten, die brauchen wir Trader, um so ein bisschen einschätzen zu können, was in den USA los ist. Da brennt es ja auch momentan an vielen, vielen Ecken. Von der Seite her haben wir das mal auf der Uhr. Auf der Uhr haben müssen wir auch immer wieder die Entwicklung momentan der Corona-Fälle weltweit, weil das wird wieder dazu führen, dass wir möglicherweise ein paar Einschränkungen bekommen, wenn es tatsächlich wieder zu größeren Werksschließungen kommen sollte. Das muss man mal schauen. Aber das ist das, was gerade die Angst umtreibt an den Märkten. Und das bitte, bitte nicht aus dem Auge verlieren. Wer sich da im Blick halten will, ich schaffe das heute Morgen leider nicht, der schaut einfach mal auf die Website von Worldometers. Da gibt man die aktuellen Zahlen, wie die Entwicklung entsprechend sind. Aber wir sehen ja, was bei uns in Deutschland ist. Da sind die Fallzahlen schon wieder deutlich am Steigen. Und das ist dann doch ein bisschen besorgniserregend, wo man sich denken kann, was passiert denn hier jetzt nach dem Sommer? Steht uns da möglicherweise irgendwas bevor, wie das, was wir schon mal hatten? Ich will es echt nicht hoffen, ne? Aber das ist die Angst. Die spielt hier mit. Was kriegen wir an Zahlen diese Woche oder was haben wir an Zahlen diese Woche geliefert bekommen? Der Wochenrückblick an dieser Stelle. Montag gab es eine richtig tolle Überraschung. Wir sehen es hier. Ifo Geschäftsklimaindex in Deutschland ordentlich zugewachsen. 86 war der Vormonat, 90,5. Also eine schöne grüne Zahl. Das passt ganz gut. In den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter, die lagen etwas unter dem letzten Monat und auch unter den Erwartungen. Und das ist das, was ich immer sage, Leute. Langlebige Güter werden nur gekauft, wenn man positiv in die Zukunft schaut. Das sieht momentan nicht so aus, als wenn man da euphorisch ist. Von der Seite her muss man das Ganze auch immer mitsehen. Verbrauchervertrauen in den USA auch rückläufig von 98,3 auf 92,6. Das ist schon ein Rückschritt. Das ist auch wichtig. Conference Board, das Verbrauchervertrauen fürs Bruttoinlandsprodukt in den USA. Wenn die Leute keine Kohle haben zum Ausgeben oder die nicht wollen, dann
haben die Verbraucher kein Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft, zumindest in die kurzfristige wirtschaftliche Zukunft. Und das führt dazu, dass Geld nicht in die Wirtschaft fließt. Schwebende Hausverkäufe in den USA, die haben hier an dieser Stelle einen Wert von 16,6, ja, sozusagen da gehabt. 44,3 war es letzten Monat, lag ein bisschen über den Erwartungen, aber an sich eine deutlich rückläufige Zahl. Rohöllagerbestände, das war eine gute Überraschung, deutlich zurückgegangen, hat dem Ölpreis allerdings nicht geholfen. Ja, was die FED gesagt hat, das haben wir ja schon besprochen, die sind vorsichtig, die sind besorgt über das, was hier kommt und haben aber auch gesagt, Mittel stellen wir zur Verfügung, dass zumindest mal die Liquidität da gehalten werden kann und die beobachten das ganze Geschehen mit Argusaugen und werden hier, wo es geht, auch helfen. Womit? Hier? Mit Schotter, Kohle kommt in die Märkte und das wird sozusagen helfen, das Schlimmste zu verhindern. Und irgendwann kommt es auch wieder so, dass das Geld in die Aktienmärkte fließt und die Rallye entsprechend weiter treibt. Kurzfristig, wie schon gesagt, ist die Luft anscheinend ein bisschen raus. Werden wir gleich sehen, wenn wir uns die Indizes mal anschauen. Gestern dann Arbeitslosenzahlen in Deutschland. Jep, das war eine ordentlich negative Überraschung. Ich hatte das gestern schon so ein bisschen avisiert. Die Überraschung war da, minus 18.000 an dieser Stelle, das ist nicht so gut. Hier die Veränderung der Arbeitslosigkeit, das lag quasi unter den Erwartungen und auch deutlich unter dem des Vormonats. Nein, halt andersrum gesehen, das war, jetzt muss ich kurz das Ganze durcheinander bringen, die Arbeitslosenquote ist angestiegen, das war schlechter als die Erwartung gewesen ist und das hat den Markt dann entsprechend gestern entsprechend auch nach unten gebracht an dieser Stelle. BIP in Deutschland auch geschrumpft, das war ebenfalls deutlich negativ an dieser Seite. Hier, das heißt, hier müssen wir sehen, das BIP war mit 9% minus erwartet, 10,1 waren es gewesen. Im letzten Monat waren es minus 2%, das ist ein bisschen schwierig zu sehen. Und da muss man einfach schauen, das ist zwar jetzt das zurückliegende Quartal sozusagen, da muss man schauen, was in der Zukunft kommt, aber das sehen halt die Märkte, dass das ein bisschen schwierig ist momentan und das bringt immer etwas Sorge auch mit aufs Parkett. Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe, ja gut, da gab es jetzt zumindest mal keine böse Überraschung hier an dieser Stelle, das war relativ im Rahmen der Erwartungen. Das war sozusagen das Ganze bis gestern und dann schauen wir noch, was nächste Woche auf uns entsprechend wartet. Jetzt muss ich mal kurz schauen, das war der 3. August, 6. August, genau. Nächste Woche bekommen wir aus Japan das BIP. Wir bekommen aus China den Einkaufsmanager-Index fürs verarbeitende Gewerbe. Das Ganze auch aus Großbritannien und aus den USA am Montag. Das Ganze geht am Dienstag, dann am Mittwoch in die nächste Runde. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index, den Gesamtindex und die für die Dienstleistung aus Großbritannien. Dann am Mittwoch, wichtig, ADP-Beschäftigungsänderung. Freitag sind dann die Non-Farm-Payrolls dran. Das ist sehr, sehr wichtig. Den ISM-Einkaufsmanager-Index gibt es und wie immer mittwochs die Rohöl-Lagerbestände. Und am Donnerstag geht es dann weiter in Großbritannien. Da haben wir den Inflationsbericht, den Zinsentscheid der Bank of England und das Sitzungsprotokoll. Das ist sehr, sehr wichtig für das britische Pfund. Guckt euch bitte auch die Währung an. Die sehen wir ja nachher auch gleich, was dort alles passiert ist. Das muss man dann schon wirklich wieder sehen. Freitag, wie schon gesagt, dann die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote. Das Ganze hier an sich ist da. Gut, das hätten wir und damit können wir reingehen in die Charts an dieser Stelle. Das heißt, wir blicken mal rüber in ja, die Handelsideen für den heutigen Tag. Und da haben wir hier jetzt direkt mal offen das Währungspaar britischer Pfund US-Dollar. Ich gehe mal ganz kurz auf den Tageschart, damit wir uns mal ein Bild davon machen können, was hier entsprechend passiert. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen. Jetzt hängt gerade der Stream hier, der Datenstream. Haben wir jetzt die Live-Daten da? Jawohl, jetzt tickt die Uhr. Die tickt wieder. Jetzt gucken wir mal, dass wir in den Tageschart reinkommen. Ich hoffe, er lässt uns direkt durch. Wenn nicht, versuchen wir es mal mit einem anderen Währungspaar. Das passiert manchmal mit dem MetaTrader. Der läuft bei so vielen Fenstern, die ich hier hinten offen habe, manchmal nicht ganz sauber. Da müssen wir mal kurz schauen, wie das hier durchgeht. Das heißt, ich versuche es mal kurz zu verkleinern. So, jetzt mache ich es nochmal eben kurz auf. Da kriegen wir das Fenster nochmal rein. Mal schauen, ob wir jetzt auf den Tageschart kommen. Ne, er will uns hier nicht lassen. Dann machen wir das anders. Dann geben wir dem mal ein bisschen Zeit und ich würde sagen, ich stelle dann mal um
in das WTI. So, starten wir erstmal kurz durch mit dem WTI. WTI war sehr interessant zu sehen. Wir hatten WTI ja auch diese Woche schon mal als Anfrage hier in unseren Mornings Briefings. Da sehen wir es hier an dieser Stelle. Der Keil ist da. Der Keil ist verortet hier am Ende einer weiten Bewegung und diese leicht ansteigenden Keile, die werden in der Regel durch die Unterseite durchbrochen. Das ist gestern auch passiert. Gestern gab es einen ordentlichen Move nach unten hier und hier besteht jetzt natürlich die Gefahr bei weiteren Abgaben, dass wir deutlich runterlaufen. Also das heißt, wir haben gestern den Ausbruch gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir oben drüber laufen, dass wir gleich wieder unten drunter laufen. Man sieht aber, oben kommt keine Kaufnachfrage momentan. Das heißt, solange wie wir nicht hier über die 42,30 oben drüber laufen, wird das Ganze einfach für die Longseite ein bisschen schwierig an dieser Stelle. Heißt also, wir müssen für die Longseite tatsächlich oben drüber, das Gap haben wir ja mittlerweile geschlossen hier, das Widerstandslevel um die 42 ist aber ein sehr, sehr starkes, da klebt der Markt ganz einfach drinnen. Wenn es schafft, oben drüber zu wuppen, dann ganz klar können wir hochlaufen Richtung 48, so sieht es aber zumindest aus aktueller Sicht noch nicht aus. Aus aktueller Sicht sollten wir uns tatsächlich mal damit beschäftigen, was passiert denn, welches Potenzial haben wir zur Unterseite, das heißt, wenn wir hier unter diesem Bereich bei 38,50 laufen und um uns das mal ein bisschen näher anzuschauen, schalte ich mal ganz kurz in den Stundentrend hier rein, wo wir das Ganze sehen. Da muss ich etwas zusammenraffen, das geht hier leider nicht anders, damit wir genug Historie sehen. Aber wir sehen es an dieser Stelle, was hier entsprechend wichtig ist. Ich skizziere das mal ganz kurz an. Und zwar, wir haben jetzt hier an dieser Stelle, schaut mal hier, ich zeichne mal das letzte Stück des größeren Aufwärtstrends entsprechend mit ein, worauf ich hinaus will. Und das ist einfach die Tatsache, das ist erst einmal hier sozusagen das größere, übergeordnetere Bild. Und danach mache ich es mal noch etwas andersfarbig. Schaut euch mal an, was wir hier jetzt haben. Also das Kleine, das was hier zwischendrin auch noch mitgelaufen ist, seit dem kleinen Zwischentief hier unten bei 36,90, da ist der Markt ja auch ein Stückchen nach oben getrendet. Und was wir jetzt wirklich hier sehen, ist tatsächlich der Punkt, wir sind hier mittlerweile nach unten trendend unterwegs. So, das ist jetzt mal das, ne? Das heißt, dieser kleine Trend, der hier nach oben läuft, der ist gebrochen, als der Markt hier unten drunter durchgelaufen ist. So, und wenn wir jetzt aus dieser Korrektur heraus sozusagen den Weg nach unten weitersehen, das wäre das Szenario, dass wir jetzt nicht nur den Ausbruch haben, sondern dass wir aus nach dem Ausbruch direkt auch eine Bestätigung bekommen. Und die könnte uns dann durchaus weiter nach unten führen an dieser Stelle. Das heißt hier, die nächsten Anlaufpunkte, die wir aus dem Stundentrendverlauf rausnehmen können, sind mal die Marker hier um die 36,90 und 34,35, wenn sich der Markt hier tatsächlich weiter nach unten entlädt. Das heißt, wir haben hier planbar tatsächlich auch schon ein paar Anlaufpunkte, die wir weiter nach unten rausnehmen können an dieser Stelle. Heißt also auch, der Weg hat Potenzial zur Unterseite hin. Und wenn wir uns das mal eben im Tageschart auch anschauen wollen, dann sind wir halt auch weit nach oben gelaufen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn wir aufgrund dieser aktuellen Situation, die wir momentan haben, wieder Spannungen am Ölmarkt sehen und dass wir dann deutlich tiefer auch wieder runter korrigieren können. Und wer jetzt hier sich die Frage stellt, okay, wo wäre denn dann ein weites Ziel zur Unterseite rein? Da müssen wir nur mal schauen, wo der große Umschwung kam, ein großes Zwischenhoch rausgenommen wurde. Und das war nämlich hier oben die Marke um die 28 Dollar hier in diesem Drehbereich. Also zwischen 27 und 30 war ja der große Schwungbereich. Und hier in diesem Bereich dieses Zwischenhoch. Wir gucken mal kurz, wo es gewesen ist. Bei 29 Dollar haben wir hier das Zwischenhoch gehabt, das dieses Wichtige hier. Und da ist der Markt ganz einfach auch ohne weiteres im Potenzial, da weit nach unten zu laufen. Das muss man erstmal sehen, ne? Wenn man mal sieht, den Zeitrahmen einfach mal reinzumachen. Schaut, hier ist der Trend auch nach oben gelaufen. Wie schon gesagt, die Marke hier bei 34,35, das ist eine wichtige Marke. Und wirklich, wenn die nicht halten sollte, dann wäre halt diese Dynamik hier auch erst einmal weggenommen. Und dann ist tatsächlich Platz hier unten rein bis knapp 28 Dollar, erstmal locker 28, 29 Dollar locker zu sehen. Das muss man sehen, wir stehen hier sehr weit oben, noch ist die Bestätigung nicht da. Das Potenzial sollte man aber immerhin noch, ja, sag ich mal, auf der Uhr mit haben. Und wie schon gesagt, oben müssen wir wirklich erstmal drüber. In den letzten Wochen ist der Markt hier oben geklebt wie ein Kaugummi. Geht's drüber, wäre das ein starkes Signal, dann haben wir tatsächlich Chancen. Aber momentan, meine Sicht, ist das noch nicht etwas, das man durchaus direkt sofort planen sollte. Dazu stimmt das fundamentale Umfeld momentan in keinster Weise. So, das quasi zum WTI. Dann schauen wir auf das Währungspaar Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Haben wir hier das Ganze, ja, ich habe es im Blog geschrieben, beziehungsweise in den Trading-Ideen.
bisschen Vorsicht musste man hier haben, aber momentan scheint der Markt tatsächlich nach oben zu wollen. Was sind die Fakten? Wir sehen es, der Markt schön nach oben raufgelaufen. In den letzten Tagen allerdings hier oben ein bisschen ins Straucheln gekommen. Wir haben hier oben einen Deckel drauf gehabt. Die wichtigen Marker, die wir jetzt hier brauchen, sind die 0,669, das ist die Oberseite, und unten die 0,662. Das hatte ich im Blog geschrieben, jetzt brechen wir mittlerweile oben aus. Das heißt, sollte der Ausbruch nach oben nicht gelingen, ganz klar, jetzt im kurzfristigen Bereich erstmal, wir gehen mal ganz kurz in die 4 Stunden rein, im kurzfristigen Bereich, da haben wir natürlich hier, wenn es da drunter gehen sollte, erstmal die Unterseite da. So schaut es aber momentan nicht aus. Es sieht momentan eher so aus, als wenn wir hier oben einen W-förmigen Schwung um diesen Widerstand gehabt haben und uns jetzt tatsächlich nach oben befreien wollen. Bleibt der Markt da, haben wir hier oben bei 0,6755 den nächsten Anlaufpunkt. Das wird dann wichtig und interessant. Warum wird das interessant? Wenn wir den rausnehmen, ja, dann nehmen wir hier sozusagen auch das Hoch, was wir hier im, wann war es gewesen, im Dezember gehabt haben, also das letzte Dezemberhoch. Das laufen wir dann an. Und wenn wir das rauswuppen, dann haben wir Platz zur Oberseite hin. Und das ist das Interessante. Schaut mal, da können wir erstmal im kleinen Bereich hier oben Richtung 67,9 laufen. Und danach ist der Weg nach oben relativ frei, hier oben in diesen Schwungbereich da rein. Dieser markante Bereich hier oben, das ist dann das nächste Anlauflevel, das wir hier auf der Uhr haben. Da ist ordentlich Dynamik drinnen. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wenn wir tatsächlich hier oben über diese 67,55 rauslaufen, 0,6755, dann wird mal der größere Abwärtstrend rausgenommen, ne? Und das ist ja ein wichtiges Geschehen hier oben. Das ist ein wichtiger, markanter Bereich. Und wenn der weggewuppt wird, dann kann sich das ganze Bild rumdrehen. Und wir können hier deutliche Kurssteigerungen auch sehen nach oben hin. Das ist wichtig. Und an dieser Stelle muss man einfach schauen, da muss der Markt halt rein. Und wenn wir tatsächlich den Flug oben drüber bekommen, das ist das Potenzial, was wir hier zur Oberseite mit haben. Also das im New Zealand Dollar mit Blick in die Woche. Sehr, sehr wichtig zu sehen. Und wenn wir mal schauen, hier, ich nehme es nochmal ganz kurz mit ran, der Trend hier in dem Tagesbasis, der ist halt auch noch aufwärts gerichtet. Er hat hier oben ein bisschen festgeklebt und das ist der wichtige Marker. Da will er momentan wirklich drüber. Hier ein Doppelboden um die 66,2 gemacht und jetzt schiebt er nach oben raus. Schönes Potenzial zur Oberseite. Unterseite, wie schon gesagt, ist noch da. Wenn es runter geht, Anlauflevel hier neben dem Klebebereich bei 0,6665, das Zwischentief bei 0,662 bzw. der Ausbruchsbereich hier auf Tagesbasis bei 0,66. Das sind so Marker, die man durchaus unten haben könnte, aber momentan ist der Markt einfach stark und läuft nach oben. So, jetzt versuchen wir uns doch mal ganz kurz am britischen Pfund US-Dollar hier mit am Laufen. Mal gucken, ob wir jetzt den Tag hier reingeladen bekommen. Nee, der bockt hier ein bisschen rum. Wartet mal, ich schmeiß mal ganz kurz raus, was rauszuschmeißen geht. Wenn nicht, mache ich einfach ein neues Chartfenster auf. Das kriegen wir auch hin. Und dann widmen wir uns um die ganzen... So, jetzt muss ich mal ganz kurz so entfernen. So, nimmt das raus. Nee, er hängt immer noch. Okay, dann mache ich einfach ein neues Chartfenster auf. Und wir gucken uns das einfach nochmal im Neuen mit an. So, also lässt er uns. So, sorry für die Unannehmlichkeiten. Das ist die Technik. Gut, neues Fenster. Zack, wir lassen uns ja hier nicht ärgern. Vielleicht tut er uns ja den Gefallen und macht, was ich will. Juh, das schaut schon mal gut aus. Das passt hervorragend. Gut, also, Tageschart aufgemacht, aufgepasst. Was machen wir hier? Wir sehen den britischen Pfund in einer extrem bullischen Phase. Hier ging es drüber, Trendentstehung. Hier hatten wir entsprechend ein kleines Kaufsignal, hier in diesem Bereich. Das haben wir hier besprochen. Dann haben wir hier den größeren Widerstandsbereich hier, das war der alte Verkaufsbereich, hier sind viele, viele Überschneidungen. Der wurde hier mal angelupft, ging es runter und dann ging es wieder deutlich drüber. Das ist hochinteressant, das ist Geschichte. Die Frage jetzt,
Wie geht's weiter? Das Zeichen hier ganz klar. Es macht einfach Sinn, auf die wichtigen Marker am Markt zu schauen. Und das ist hier entsprechend auch passiert. Wer sich noch erinnert, wir hatten darüber gesprochen, hier unten an dieser Stelle, als wir dieses Ausbruchslevel hier unten gesehen hatten. Schön dieses Dreieck. Hier nochmal die Konsolidierung auf dem Niveau über dem Ausbruchslevel. Und dann ging die Luzi ordentlich nach oben ab. Das sind alles Dinge, da schauen wir hin. Das machen wir hier jeden Morgen. Deswegen macht es auch Sinn, hier jeden Morgen reinzuschauen. Und schaut mal, was hier oben rauskommt. Das ist wichtig. Und wer die Märkte versteht, weiß auch, was er damit machen kann. Wer sich da übrigens weiterbilden möchte, den verweise ich nochmal auf das Seminar im September, am 26. 27. September. Da mache ich mit dem Martin Görsch zusammen ein Seminar. Und dieses Seminar wird auch dazu genutzt, sozusagen, um die wichtigen Inhalte der Fakten hier mit reinzubringen. Und wenn wir uns da diesen Chart mal anschauen, hier im britischen Pfund, da blicken wir jetzt mal zusammen in die Woche. Schaut mal. Diese Rallye läuft und läuft und läuft wahnsinnig nach oben. Nächster Anlaufbereich, das große, große Band hier oben zwischen 1,316 und 1,32, 1,33. Das ist ein sehr, sehr starkes Widerstandsband hier oben. Ein sehr, sehr starker Verkaufsbereich war das. Wir sehen es hier oben. Das ist bitte wohlgemerkt ein Wochenchart, wie stark der war, und er hat immer nach unten dazu gesorgt, dass die Kurse abgeprallt sind. Und das wird sehr, sehr spannend. Das ist das obere Seite, das ist die obere Seite. Das ist jetzt erstmal das Potenzial, was dieser Markt dort oben hat. Und da oben wird es jetzt hochinteressant, was an dieser Stelle passiert. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Tageschart, und wir sehen im Tageschart entsprechend hier oben, schaut mal hier, diese Marke hier oben, dieses Zwischenhoch da oben um die, naja, knapp 1,32. Das ist jetzt ein Punkt, den sehen wir, der hatte hier oben Punktlandungen immer und dann direkt wieder Abverkäufe. Und das ist jetzt die sehr, sehr interessante Sache, wenn wir uns das Ganze mal eben im Stundenchart anschauen wollen und das ein bisschen zusammenraffen, da sehen wir, der Markt nähert sich dieser Marke. Wir machen momentan hier oben übrigens auch wieder so eine kleine hohe Flagge, hier an dieser Stelle, ne? Hoppala. Also hier, das, was wir hier oben sehen, das ist interessant. Das ist jetzt die Korrektur sozusagen über den Seitwärtslauf. So eine Range, die hier seit ein paar Stunden läuft, bricht die Range nach oben durch. Wäre das ein gutes Indiz dafür, dass wir erstmal hier oben Richtung 1,32 laufen wollen. Unten drunter durch wäre der Beginn der Korrektur. Das müssen wir auch ganz klar sehen. Und das Thema Beginn der Korrektur ist in dieser Verortung ein sehr, sehr wichtiges. Denn gerade die kurzfristig orientierten Trader, die diesen langen Move nicht mitgenommen haben, die könnten ja sagen, okay, wenn es hier tatsächlich einen Abprall gibt, den es in der Vergangenheit auch schon immer wieder gegeben hat, könnten wir durchaus ja ein bisschen Dynamik zur Unterseite sehen. Ja, können wir. Wo sind sinnvolle Anlaufbereiche? Die suchen wir jetzt mal ganz kurz im Stundenchart hier auch mit raus. Kurzen Augenblick, da muss ich nochmal die Linie kurz ein bisschen anders einfärben, weil das sind dann ja Unterstützungsbereiche, und diese Unterstützungsbereiche brauchen wir als Pivot-Level im Sinne des Aufwärtstrends. Und wenn wir das mal ein bisschen zusammenraffen, dann sehen wir das sehr schön, ne? Also das Erste, was wir hätten, wäre hier oben selbsttretend mal das letzte Ausbruchslevel hier in der Stunde. Ansonsten die größeren, markanten Bereiche, wirklich die Swinglows, die wir hier unten haben. Und da haben wir sie hier liegen, auch relativ nah aneinander, um ganz grob die Marken von 1,2945, 1,291, das haben wir hier, und dann der Drehbereich um die 1,28 knapp 5, bevor wir dann hier unten in diesen wichtigen Ausbruchsbereich rauskommen. Das ist schön zu sehen, das ist interessant, und das sind mal Marker, die wir durchaus bei einer größeren Abgabe nach unten hin sehen könnten. Momentan ist der Markt allerdings extrem stark, das heißt, bitte hier nicht zu früh auf die Short-Seite wechseln, das sage ich zumindest aus meiner Erfahrung. Erstmal warten, bis der Markt wirklich was sagt. Und wie schon gesagt, ein wichtiges Level ist das, was wir hier oben haben, die 1,32 in etwa, der Punkt hier oben. Das, was wir hier sehen, ist die sogenannte Overnight Range. Das ist diese flache Overnight Range. Das hatte ich ja auch schon mal, dieses Handelssignal hatte ich ja schon mal erklärt, was das ist, wie das Ganze funktioniert. Wenn das interessant sein sollte für unsere Community hier, dass ich darüber mal ein Spezial sozusagen mache, dann bitte einfach mal rein in die Chats, dass ich die FX Trading Range, die Overnight Range nochmal beleuchte. Dann mache ich das gerne. Da würde ich gerne einfach nochmal zu, ja, an dieser Stelle einen Seminar bzw. ein Spezial-Webinar hier an einem Freitag mitmachen. Damit wäre auch das britische Pfund besprochen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz in die Fragefelder rein. Ach, Holger, tipptopp, super, britisches Pfund den gesamten Trend geritten, das ist echt eine klasse Sache. Dann haben wir eine Frage zum WTI.
ob es an so einem Tag wie heute beim WTI nicht ordentlich noch runtergehen kann. Ja, natürlich, das kann immer runtergehen. Wir haben das WTI ja gerade besprochen. Ich habe es aus charttechnischer Sicht ja auch gesagt. Das ist einfach eine Geschichte, die muss man tatsächlich auf der Uhr haben. Weil gerade beim WTI ist auch so ein bisschen die Besonderheit, da sind die Lagerstätten auch stark begrenzt. Das Brent ist besser sozusagen lagerbar, auch auf Schiffen und so weiter und so fort. Das hat man beim WTI nicht. Und wenn wir dann plötzlich wieder in so eine Bredouille kommen, dass man zu so einem Verfall plötzlich, sag ich mal, einen massiven Überhang an Verkauforders haben, weil die Leute das einfach nicht geliefert bekommen möchten, dann kann das schon deutlich nach unten gehen. Aber mit Blick auf das WTI sehen wir halt das Ganze auch in der reinen Charttechnik her nach unten halt angeschlagen. Und da könnte alleine nur durch die Charttechnik hier eine Rolle nach unten, auch eine Welle nach unten ausgelöst werden. Das muss man einfach mal sehen. Und wenn man sich den Wochenchart hier im WTI auch anschaut, dann sieht man das Ganze auch schön deutlich hier, wie dieser Keil nach oben verläuft. Hier oben diese Woche, diese unentschlossene Woche auch, die auch unentschlossen. Und wenn sich das nach unten auflöst, alleine da kann schon durch die Charttechnik eine Verkaufswelle nach unten ausgelöst werden. Also das sollte man definitiv hier auf der Uhr haben. Kaffee gibt es bei mir nur warm gebrüht in der Tasse. Charttechnisch haben wir das hier nicht auf der Uhr. Es gibt halt bestimmte Sachen im Portfolio und die bespreche ich hier dann auch immer wieder. Das dazu. Weitere Fragen habe ich jetzt aktuell nicht. Hier gibt es an dieser Stelle immer mal ein paar technische Sachen, die leite ich mal an die Leute in Limassol weiter mit Zoom und GoToWebinar. Ansonsten gibt es da keine Fragen. Overnight Range würde interessieren. Das ist eine Rückmeldung. FX, bitte nochmal, jawohl, das heißt, diese Trading Range, die mache ich entweder, ich schaffe es noch vor meinem Urlaub, nächste Woche haben wir ja die letzte Handelswoche vor meinem Urlaub, danach bin ich 3 Wochen, sage ich mal, am Strand und lege die Füße in die Sonne, das macht der Martin dann, meine Vertretung, und entweder ich schaffe es noch nächste Woche oder wir machen dann direkt im September damit weiter, das geht auf alle Fälle nicht verloren, das habe ich hier in der Agenda mit drin. Gut, das dazu, und damit würde ich sagen, damit der Martin nicht zu lange warten muss, ich habe gesagt, für um 9 Uhr habe ich ihn angekündigt, machen wir jetzt noch mal kurz den Blick in die Indizes, besprechen mal flott noch den Dow, aber zuvor den Blick auf den DAX. Halla, da ist er. So, und wir sehen den DAX entsprechend hier. Moment, das nach drüben, das ein bisschen größer und mal kurz die Trenderkennung raus. Wir sehen den DAX stark angeschlagen. Ne? Wir hatten ja hier ein paar wichtige Level unten schon rausgenommen, wo er ranlaufen kann. Er trendet im Kleinen schön nach unten, das haben wir da. Wir haben das hier besprochen, ne? Als der Markt hier oben rumgedreht ist. Also auch hier, es macht durchaus Sinn, morgens hier reinzuschauen. Wir besprechen es immer mal, was wichtige Anlaufmarker sind für den kleinen und den großen Bereich. Das sieht man auch immer noch an diesen magentafarbenen Linien hier drinnen. Und wir sind momentan halt in der Situation, dass wir bezogen auf diesen blau markierten Aufwärtstrend hier deutlich angeschlagen sind. Der ist jetzt unterschritten worden hier. Das heißt, dieser Bewegungstrend ist rausgenommen mit Blick auf den großen und damit gibt es jetzt weiteres Korrekturpotenzial zur Unterseite hin. Technisch gesehen, wenn es unters Wochentief läuft, ist der Markt offen für einen Rückgang hier runter mal bis unter die 12.000-Punkte-Marke, beziehungsweise wenn es ganz tief läuft, erstmal bei 11.600. Das sind charttechnische Unterstützung, die wir hier an dieser Stelle haben. Zur Unterseite nach oben hin wäre jetzt natürlich erstmal wichtig, wenn wir tatsächlich oben rauslaufen sollten, ja, das ist ja nicht ausgeschlossen bei der großen Volatilität, die wir auch gestern gesehen haben, größerer Anlaufpunkt wäre mal hier oben dieses Bruchlevel um die 12.780 Punkte, also das, was hier noch in grün markiert ist, als die Unterstützung oder bevor die Unterstützung nach unten weggerissen wurde. Wie schon gesagt, nach unten hin und das Tagestief von heute bzw. gestern, da haben wir ganz klar die Potenziale zur Unterseite hier und wir sehen es halt, wenn sich dieser Trend nach unten fortsetzt hier, das, was wir nach unten geschwebt sehen bzw. mitlaufen sehen hier, der Trend ist intakt und wenn sich der nach unten fortsetzt, wie schon gesagt, das wäre im Kleinen mal die Symbollage, wo wir ranlaufen könnten und wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier an dieser Stelle, wo Marker sind, wo wir ranlaufen könnten, wenn es hier unten drunter durchgeht, unter die knapp 12.250 Punkte Marke, haben wir im kleinen Anlaufbereich hier knapp die 12.080 Punkte Marke und dann stehen wir schon an diesem wichtigen Low, was wir gerade im Tag auch gesehen haben, bei etwas unter 12.000 Punkten, hier die Marke von 11.960 und damit gehen wir mal noch auf den Dow ein. Der wurde gefragt und den machen wir auch, also ganz entspannt an dieser Stelle gucken wir mal auf den Dow und beim Dow sehen wir auch diese hohe Volatilität. Wir hatten ja gestern Morgen das Short Setup besprochen und das lief im kurzfristigen Bereich
erste Sahne an. Also wirklich hervorragend. Wir gehen mal ganz kurz in die Stunde, wo wir das Ganze auch besprochen haben. Und wir hatten ja gesagt, guckt euch das mal an hier. Das war nahezu eine Punktlandung, die wir hier wieder hatten. Kurzen Augenblick. Ich muss es mal kurz reinzoomen. Wir hatten gestern besprochen, fallen wir von hier oben aus, hier unten drunter, wäre mal der erste zieltechnische Anlaufpunkt hier, dieses kleine Zwischentief bei um die 26.000 Punkte Marke. Was hat der Markt gemacht? Er ist draufgelaufen und erst einmal direkt wieder hochgedreht. So, das ist der Punkt, der Fakt, der da ist. Der Markt ist aber weiterhin abwärts gerichtet hier. Das heißt, wenn wir uns das an dieser Seite mal anschauen, schaut es euch das mal an hier. Das ist mal die Trenderkennung, die wir hier drinnen haben. Der Markt ist also abwärts gerichtet. Und wenn wir uns den kleineren Zeitrahmen mal anschauen wollen, ich skizziere das mal eben ganz kurz ein. Die wichtigen Fakten, da sehen wir, der Markt ist definitiv nach unten gerichtet und er bleibt es momentan halt auch. Ne? Wenn wir uns das mal anschauen wollen, ich zeichne jetzt nicht den ganzen Trend, sondern einfach nur mal das, was momentan Fakt ist. Und Fakt ist eins, wir trenden hier nach unten. Also das kann man hier auch noch ein Stückchen weiter so ziehen. So, wir trenden weiter nach unten. Hier oben kam schön die Abwärtssignallage. Der Markt ist sozusagen wieder nach unten unterwegs. Und hier unter dieser Waage setzt sich der Trend entsprechend fort. Also hier, das ist ja die Bewegungsarme. Hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das war die letzte Bewegung. Das ist jetzt die Korrektur. Und das ist ganz klar die Richtung nach unten. Kurzfristiges Ziel zur Unterseite haben wir da. Hier unten 26.000 Punkte. Da wird es wieder interessant. Ansonsten müssen wir einfach auch mal konstatieren. Moment. So, müssen wir konstatieren, wo geht's hin? Sollten wir tatsächlich hier zwischendurch über diese kleine Marke hier oben laufen, bei 26.560, dann ist der Markt oder der Weg nach oben erstmal so ein bisschen offen. Wartet mal, ich nehme mal hier ein paar Linien raus, dass das Ganze schöner wird. Also laufen wir hier im Kleinen über dieses Level hier drüber, über dieses kleine Zwischenhoch, dann ist der Markt erstmal offen, zumindest hier bis in das Zwischenhoch oben rein, um die 26.600 Punkte Marke. Das muss man sehen, wie es wird. Die hohen Volatilitäten, die wir haben, lassen das durchaus auch zu. Wenn das passiert, können wir uns auch hier an den kleinen Hochs orientieren. Die liegen dann, wie schon gesagt, 26.605 und 26.700 Punkte. Das ist erstmal die Long-Seite. Sollte es hier nach dem Schub nach unten definitiv ein bisschen Erholung sozusagen geben. Die Unterseite aber, wie schon gesagt, die Verortung hier im Abwärtstrend. Wir sehen es ja auch hier, wenn wir uns das mal kurz vom Entry her anzeigen lassen wollen. Wir sind da ganz klar entsprechend abwärts gerichtet. Wir sind hier oben reingelaufen in eine tiefe Korrektur und den Markt ist trendisch erst einmal nach unten ganz klar der Druck anzusehen und der ist da. Und wie schon gesagt, wenn es unten drunter läuft, unter die 26.000 Punkte Marke, dann können wir uns gut und gerne auf die Charttechnik auch verlassen. Und der nächste Anlaufbereich, den wir dann hätten im kleineren, das ist das, was ich ja gestern auch gemacht habe, dann laufen dann sozusagen die Handelssignale aus dem kleinen Zeitraum in den mittleren Zeitraum, also hier aus der Stunde in den Tag hinein. Und da hätten wir hier unten die Marke von hier in diesem Bereich ungefähr das Schwunglevel hier bei 25.400 Punkten, was dann der nächste charttechnische Anlaufpunkt wäre aus der Stunde in den Tag hinein. Das hier mit Blick auf den Dow. Und dann machen wir ganz einfach an dieser Stelle jetzt den Schub zum Martin. Dem Martin ist leider die Kamera kaputt gegangen. Den kann ich jetzt nur tontechnisch sozusagen zuschalten. Aber nichtsdestotrotz, Martin, ich heiße dich mal herzlich willkommen hier in unserer morgendlichen Besprechung der Märkte. Sage Hallo und freue mich, dass du dabei bist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das, was wir jetzt sozusagen gleich von dir sehen werden zum Thema COT-Reports. Ich sage auch unseren Zuschauern hier gerne die Fragen wirklich wieder rein in die Chats auf Zoom und auch auf GoToWebinar. Und ich würde sagen, ich gebe dir einfach mal das Wort und Martin, leg los. Dein Monitor kann ich auch gleich noch mit rüberbringen. Da sehen unsere Zuschauer auch gleich mal, wo das Ganze hier mit anzusiedeln ist. So, Martin, das Wort ist definitiv bei dir. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Vielen Dank erstmal, Mike, dafür, dass du mich hier heute mit eingeladen hast, dass ich die Möglichkeit habe, mal ein paar Worte zu sagen. Jetzt muss ich sagen, ich habe dir natürlich fleißig gelauscht die letzten Minuten. Ich sehe aber nicht, was du überträgst. Ja, von daher musst du mir bitte Bescheid geben, wenn mein Bild hier drin ist. Und genauso bitte Fragen, falls welche auftauchen, einfach an mich durchmoderieren. Damit Na ich klar, das dann also dein Bildschirm ist schon zu sehen. Ich mache auch gleich mal noch die Kamera an dieser Stelle aus und dann ist alles zu sehen. Und wir sehen momentan deinen Bildschirm und wie schon gesagt, die Fragen, die schicke ich auch direkt an dich rüber, wenn wir hier welche haben. Okay, perfekt.
Ich habe einfach mal jetzt hier parallel schon das, was du heute an Märkten besprochen hast, weil ja da wirklich interessante Sachen bei sind, habe ich einfach mal hier mit rübergezogen in den Bereich für die Commitments of Traders Daten, habe hier mal die Charts vorbereitet und wird das jetzt einfach alles einmal nochmal kurz aus der langfristigen Perspektive in Verbindung eben mit diesen Commitments of Traders Daten hier anschauen, weil da gibt es ein paar ganz, ganz interessante Sachen und nachher am Ende werfen wir dann natürlich auch nochmal einen Blick auf den Euro-Dollar, so wie wir das angekündigt haben. Ich habe jetzt hier einfach mal den Dow Jones offen. Den hast du ja gerade als letztes besprochen. Und ich möchte hier auf eine Sache hinweisen. Ich habe es hier im Dow jetzt auch ein bisschen anders, als ich das normalerweise mache. Ich arbeite überwiegend mit den Standard-COT-Daten, mit den sogenannten Legacy, wo es im Prinzip nur drei oder zwei große Parteien gibt, ja, die Commercials und die Non-Commercials. Das werden wir auch gleich so machen, wenn wir uns die ganzen Währungen und so anschauen. Und auch Crude Oil habe ich hier nochmal drin. Ja, das können wir uns auch nochmal angucken, WTI. Das ist auch ganz interessant, was da im Moment so los ist. Ich habe es jetzt hier im DAO tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar, ich habe jetzt gerade mal das Zeichentool reingeholt. Das, was ich hier drin habe, das ist eine neue Variante des Commitments of Trader Reports. Das ist der TIF Report Traders in Financial Futures. Das ist nochmal ein bisschen anders aufgeschlüsselt, die einzelnen ja, Investorenparteien, die da quasi ja, zugange sind. Und ich möchte hier auf die grüne Linie jetzt mal besonders eingehen. Die grüne Linie hier sind die, hier steht es, ja, die Asset Manager. Das ist nämlich eine ganz interessante Geschichte. Ich habe hier den Kursverlauf der letzten 20 Jahre vom Dow Jones Future. Und jetzt sieht das Ganze so aus, wenn wir uns das mal anschauen hier. Wenn wir in einen sauberen Aufwärtstrend hier reingehen, ja, dann kriegen wir typischerweise eine hohe Long-Positionierung bei den Asset Managern. Ja. Das fällt immer dann besonders auf, wie schnell die auch reagieren. Ja. Die sind nach diesem sehr langen Aufwärtstrend, sind die hier schon ziemlich stark dabei gewesen, ihre Long-Positionen abzubauen und sind hier sogar, ich zeichne einmal kurz die Nulllinie hier nach. Das hier ist die Nulllinie. Ja, sind hier sogar kurz, als wir am Top waren, in diesen Netto-Negativ-Bereich gegangen. Das heißt, die haben angefangen, sich hier in den Futures auch schon für die Short-Seite zu hedgen. Haben also zum Großteil dann auch Aktienpositionen abgesichert. Das ist also auch was, was bei den Asset Managern hier passiert. Und wenn diese Extremphasen vorbei sind, dann werden diese Produkte hier wie die Futures gerne genutzt, um zusätzliche Gewinne zu generieren. Ja, und wir sehen das, wenn wir uns die letzten Hochs dann anschauen, die hier nach der Finanzkrise im Prinzip im Markt drin waren, diese interessanten Level, die hier sind, dann sehen wir, dass so ziemlich kurz vor Erreichen der neuen Hochs wir hier deutliche Long-Positionen in den Asset Managern oder in den Positionierungen der Asset Manager drin hatten. Und die sind hier auch relativ lange in dieser Long-Richtung geblieben, als dieser ganz entspannte, stabile Trend hier gelaufen ist, haben dann sich hier in diesem Bereich nochmal kurz Richtung Nulllinie gebracht und dann ist hier richtig Gas aufgekommen und zwar, nachdem wir über diese letzten Hochs hier hinausgegangen sind. Ja, hier sehen wir das, wie die Positionierungen auf einmal anziehen. Ja, da waren also Asset Manager in dieser extremen Aufwärtsphase hier ganz arg positioniert dabei. Das sind dann also CTAs, CPOs, also im Prinzip alles außer die Fonds, ja, die Leveraged Funds und so. Das ist die blaue Linie hier. Also alles, was Asset Manager ist, die also Vermögen unter Verwaltung haben, außer die großen Fonds, die sind hier in dem Bereich Asset Manager drin, diese grüne Linie. Die haben also hier riesig von dieser großen Rallye, die hier gelaufen ist, profitiert mit wahnsinnigen Long-Positionen. Und haben das auch über diese gesamte sehr volatile Phase, die wir hier hatten, bis, ja, eigentlich bis in den Januar, Februar rein gehalten, ja. Und jetzt schauen wir uns mal an, wann die aus diesen extremen Positionierungen rausgegangen sind. Ja, das war ziemlich hier zum Top,
haben wir auf einmal den großen Haken hier nach unten drin. Und dann hatten wir ja hier zwei Monate, die sehr extrem abwärts gelaufen sind. Und innerhalb dieser 2 Monate sind die hier auf die Short-Seite gewechselt. Und das, was jetzt interessant ist, ist, dass wir immer noch nicht, obwohl wir hier so eine riesige Rallye jetzt schon gesehen haben, dass wir hier immer noch nicht wieder in interessante Positionierungen auf Seiten der Asset Manager gegangen sind. Das, was man daran erkennt, ist, dass diese letzte Rallye, die hier seit März gelaufen ist, diese Rallye, mit der ja auch eigentlich fast niemand gerechnet hat, ja, dass wir hier so eine V-Erholung im Markt kriegen, damit hat ja kaum jemand gerechnet. Und das sieht man hier auch sehr schön, dass auch die professionellen, institutionellen Händler nicht damit gerechnet haben. Ja, wenn wir uns anschauen von den Leveraged Funds und von den Asset Managern, also die Parteien, die Geld unter Verwaltung haben, ja, die waren hier in dieser Rallye brutal long positioniert und sind jetzt hier in dieser Rallye quasi überhaupt nicht dabei. Ja, wir sind hier fast am Null-Level. Das bedeutet am Ende aber nichts anderes, als dass die Unsicherheit immer noch extrem groß ist, dass die Unsicherheit in den Märkten extrem groß ist, dass wir aber auch immer noch ein hohes Potenzial haben für weitere Investitionen, die von Seiten der Institutionals hier reinkommen können und tatsächlich den Markt auch weiter hochtreiben. Ja, also das wird eine ganz, ganz interessante Geschichte werden, wie der US-Markt jetzt umgeht mit den ja nun wirklich schlechten Wirtschaftsdaten. Du hast es ja vorhin gezeigt. Also was da passiert, das wird für die nahe Zukunft eine ganz interessante Geschichte werden. Ja, da möchte ich nur eben einmal hier drauf aufmerksam machen, dass da noch massig Geld liegt, was noch in den Markt kommen kann. Ja. Dann das nächste, Crude Oil, hattest du ja sehr schön gezeigt. Ne? Der Keil, Entschuldigung, der Keil, der hier sich ausgebildet hat. Wir sind jetzt hier im Wochenchart. Und diese Darstellung, die ich jetzt hier drin habe, diese Commitments of Trader Darstellung, das ist die, die wir für die nächsten Charts hier auch nutzen. Das ist die ganz klassische Darstellung. Wir haben hier die grüne Linie, das sind die großen Spekulanten. Und wir haben die rote Linie, das sind die klassischen Hedger, die sich also gegen Preisschwankungen absichern. Und diese Hedger sind typischerweise Produzenten oder Verbraucher eines Rohstoffes. Und jetzt sehen wir schon ganz klar, die sind im Crude Oil permanent auf der Short-Seite. Das heißt, das ist ein Produzentenmarkt. Produzenten sichern sich auf der Short-Seite ab mit sogenannten Short-Hedges. Ja, ich will das hier gar nicht zu sehr ins Detail bringen, sondern einfach mal auf die Fakten hier eingehen. Und die Fakten sind relativ klar. Das, was für Commitments of Traders Daten normalerweise üblich ist, ist, dass die Commercials, also die rote Linie, die am besten informierte Partei sind. Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass die tatsächlich mit diesen Rohstoffen arbeiten und von daher auch die ganze Angebots-Nachfragesituation mit am besten kennen. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, hier über die letzten 5 Jahre, die wir hier drauf haben an Kursdaten, wo die Extrempositionierungen liegen. Und da liegen wir bei der Short-Seite, ja, irgendwo hier unten in diesem Bereich. Da sind wir also ziemlich stark auf der Short-Seite mit sehr, sehr großen Short-Hedges hier bei den Commercials unterwegs. Und hier in diesen Bereichen sind wir mit eher weniger Short-Hedges unterwegs. Das ist ein übergeordnet bullisches Setup für den Ölpreis. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wo wir im Moment stehen, ja, wir sind in dem Bereich, wo wir eher negativ sind. Ich ziehe das mal hier rüber, das ist das aktuelle Level. Wenn wir das mal hier über die letzten 5 Jahre nach links ziehen, dann sehen wir haben tatsächlich nur hier in dieser Phase, wo es auch wirklich eine Übertreibung gab, wir sehen, wie lange die Preise hier gestiegen sind im Öl, dass wir nur in diesem Bereich mal negativer waren als jetzt aktuell. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, die Hedger, die sind in die Short-Richtung abgesichert, ja, und nicht mehr in die Long-Richtung. Und einmal einen Blick werfen auf die letzten Situationen, wo wir diese Level erreicht hatten. Das war einmal hier, ja, quasi direkt bevor der Markt hier in die Negativpreise gegangen ist. Ja, wir waren ja hier wirklich im Negativbereich. Das ist hier kein Fehler, dass hier minus 40 Dollar steht. Der Ölpreis war im April tatsächlich negativ bis runter auf minus 40 Dollar. Wir sehen auch, wie schnell sich das wieder erholt hat.
Aber nichtsdestotrotz waren wir hier negativ. Und direkt bevor wir negativ geworden sind, sind wir hier an dieser Stelle auf diese recht extremen Short-Hedge-Level gegangen. Das Mal davor, wo wir auf diese Level gegangen sind, war hier. Ja, was ist im Preis passiert? Wir haben das Top gebildet und sind kräftig nach unten weggegangen. Ja, und dann hatten wir hier nochmal diese Level. Und wo ist das passiert? Schauen wir uns das an, hier bevor der Ölpreis dynamisch gedreht hat und kräftig nach unten gekommen ist. Ja, und ich habe jetzt nicht umsonst hier unten einen Indikator noch mit drin, das ist der Slow Stochastic. Den finde ich ganz nett, um eben diese Wendepunkte zu verifizieren. Und da sehen wir im Öl, ja, Slow Stochastic ist hier, hat hier den Rollover gezeigt von einem klaren Aufwärtstrend in einen Abwärtstrend. In Verbindung mit einer starken Short-Hedging-Positionierung der Commercials, Preis kommt runter. Was haben wir hier? Ja, den Rollover, starke Short-Hedging-Position, Preis kommt runter. Hier hatten wir jetzt kein Signal aus dem Indikator. Deswegen war das auch ein Preisbereich hier, der extrem schwer zu erwischen war. Ich kenne auch wirklich niemanden von meinen ganzen Trader-Kollegen, der an diesen Stellen hier noch Short gegangen ist und irgendwo dann von Negativpreisen Profit gemacht hat, ja, weil das auch im Großteil der Szene quasi ausgeschlossen war im Geiste, dass Futures-Preise negativ werden. Ja, das ist aber auch gar nicht weiter schlimm. Man muss nicht jeden Rutsch mitnehmen, aber wir sind jetzt hier gerade wieder an einem ganz interessanten Level. Wir befinden uns jetzt hier nämlich seit so ein paar Wochen im Rollover. Ja, und diese paar Wochen, da läuft der Kurs hier in einer ganz engen Range seitwärts. Und ich würde jetzt also, genau wie der Mike das gerade gesagt hat, aufgrund der Commitments of Trader-Positionierung und aufgrund des Rollovers des Stochastic im Wochenchart mit einer Bewegung im WTI eher nach unten rechnen. Ja, sieht charttechnisch auch alles toll aus. Wir haben dieses schöne große Gap geschlossen. Also langfristig oder mittelfristig mit Hilfe der Commitments of Traders-Daten ist das Ganze hier äußerst negativ für den Ölpreis. So, was hattest du noch drin? British Pound hattest du noch drin. British Pound, schauen wir uns an. Ja, hier haben wir auch wieder die ganzen Positionierungen, die für uns interessant sind. Wir haben also die in Grün. Hier die großen Trader haben in Rot hier die Hedger und schauen uns jetzt einmal an, wie wir an den Extrembereichen hier ungefähr reagiert haben. Ja, wir hatten hier diesen Extrembereich in der Long-Richtung, die Preise kommen nach oben. Wir hatten hier und hier ziemlich extreme Short-Hedging-Ausrichtungen der Commercials. Da sind die Preise deutlich nach unten gekommen. Wir waren hier wieder in einem extremen Long-Hedging. Preise sind 5, 6, 7 Wochen nach oben gekommen. Dann sind wir hier in den Bereich Nulllinie rangelaufen. Das hat hier schon gereicht, um diese große Abwärtsbewegung zu initiieren. Beendet war die Abwärtsbewegung wieder bei einem starken Long-Hedging. Und jetzt im Moment sehen wir, wir sind hier von Seiten der Commitments of Traders recht neutral. Wir waren an dieser Stelle und an dieser Stelle hier recht dynamisch im Short-Hedging drin. Ja, wir sehen das, die Commercials waren hier klar negativ. Und jetzt hatten wir ja gerade schon gesagt, wir können das ganz nett machen in Verbindung mit dem Slow Stochastic. Wir sehen, die Positionierungen kommen hier deutlich runter. Wir sehen, dass wir hier den Rollover im Slow Stochastic haben. Und genau da geht hier auch die Party ab in die Short-Richtung. Jetzt sind wir aber, als wir hier unten angekommen sind im März, da muss man jetzt auch ganz klar dazu sagen, das ist eine absolute Sondersituation, die wir hier im März gesehen haben. Das war hier Höhepunkt der Corona-Panik, auch am Aktienmarkt. Die Fed hat eisenhart darauf reagiert, hat ihre Swap-Lines aufgemacht, hat also die Tore aufgemacht für einen quasi unbegrenzten Dollarzugang zu extrem niedrigen Zinsen, ja schon fast zinslos. Und das hat dann den gesamten Druck aus dem Dollar auch wieder rausgenommen und dafür gesorgt, dass die Peripheriewährungen hier alle dynamisch angestiegen sind. Und das, was jetzt hier im British Pfund ganz interessant ist, ist, dass wir hier keine Extrempositionierungen mehr erreicht haben. Und wir sehen auch, wie groß die Schwankungsbreite ist, ja, wie oft hier auf dem Wochenchart wohlgemerkt der Stochastic
in die verschiedenen Richtungen den Rollover gezeigt hat. Und den letzten, den wir gesehen haben, der letzte Rollover ist hier ganz klar in die bullische Richtung. Ja, wir entfernen uns hier deutlich weg vom Durchschnitt. Wir kommen aus einem Long Hedging bei den Commercials, was abgebaut wird. Das ist immer ein bullisches Szenario. Und wir haben eben den Ausbruch gesehen hier über dieses letzte Hoch. Und jetzt könnte man versuchen, zum einen die Stochastik hier zu benutzen, zum anderen die Hedging-Positionen der Commercials, um abzuschätzen, wann diese Aufwärtsbewegung vorbei ist. Und wir haben also hier von Seiten der Commercials noch deutlich Platz nach unten und die bauen ihre Short Hedges auf in dem Moment, wo der Preis steigt. Und wir haben auch von Sicht der Stochastik hier noch deutlich Platz nach oben. Das heißt, ich würde damit rechnen, dass wir über diese Hochs hier hinausgehen, dass wir auch über diese Hochs hier hinausgehen und dass wir eventuell diesen Preisbereich hier nochmal anlaufen. Das wäre so das mittelfristige Ziel für den British Pfund. Ja. Okay. Was hattest du noch drin? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich gehe jetzt einfach mal kurz auf den Euro, Genau, weil wir hier ja. geh ruhig mal kurz auf den Euro noch ein. Den hatten wir ja hier in dem Morning-Besprechung, in der Sendung auch mal live besprochen, den Ausbruch obenrum. Und ich hatte auch vor einer geraumen Zeit in unserem Freitagsspezial mal ein übergeordnetes Long-Szenario definitiv auch vorgestellt. Und ich denke, gerade auch hinter dem Hintergrund, dass sich jetzt das Bild, das Verhältnis zwischen dem Euro und dem US-Dollar ein bisschen ändert, die Eurozone möglicherweise besser durch die Krise kommt, wie der US-Dollar und der US-Dollar so stark geschwächt wird. Möglicherweise ist es da auch sehr, sehr interessant, mal für unsere Traderinnen und Trader hier an dieser Stelle mal zu schauen, was sagt denn der COT-Report zu der ganzen Geschichte? Genau, so, und der sagt ganz klar eine Geschichte, nämlich Vorsicht. Ja, wir schauen uns hier die Historie an wieder, ja, die letzten 5 Jahre. Und so, ich markiere mal kurz die Extrembereiche. Wir haben in den letzten 5 Jahren extremes Long Hedging hier. Ja, und so ein bisschen hier in diesem Bereich und dann über die letzten Jahre, wenn wir es uns angucken, da waren wir hier mal ein bisschen stärker im Long Hedging und hier mal ein bisschen stärker im Long Hedging. Das war es dann aber auch. Und auf der Short-Seite haben wir ganz klar hier in dieser Top-Bildung, die wir gesehen haben, die extremste Netto-Short-Positionierung der Commercials, die wir über lange Zeit hatten. Und wenn wir jetzt hier schauen auf die Seite der Commercials, wir sind dabei, wieder an dieses Level ranzulaufen. Ja, und wenn wir uns jetzt die Dynamik dieser letzten Wochenkerze hier anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass heute Abend, wenn die neuen Daten kommen, wir hier wieder ein Stückchen weiter runtergelaufen sind. Ich würde schätzen, wir sind jetzt vielleicht schon bei 200.000 Kontrakten netto short. 200.000 Kontrakte netto short, das war so das letzte Extrem, was wir hier im Markt hatten. Allerdings, jetzt muss man sich anschauen, wo haben wir dieses Extrem erreicht? Das war hier. Und jetzt gucken wir mal. Ja, hier ging es noch 1, 2, 3, 4 Wochen mehr oder weniger weiter nach oben. Von da an, wo wir diesen Extrembereich erreicht haben, ging es noch deutlich nach oben. Und von hier an, wo wir schon mal an diesen Extrembereich gelaufen sind, sehen wir, ging es hier tatsächlich noch 5 Big Figures, also ja, Big Figure ist immer die zweite Stelle hier nach dem Komma im Euro. Und wir sind hier 5 Big Figures nach oben gegangen. Wenn wir das jetzt nochmal schaffen, wieder von hier an nochmal 5 Cent quasi im Euro nach oben, dann kommen wir hier an diesen Bereich 1,23, 1,24. Das wäre so ungefähr das, was ich so als Maximum erwarten würde für die laufende Bewegung im Euro. Das würde auch gut passen, auch charttechnisch, weil wir hier oben einen ganz starken Widerstandsbereich haben. Ja, das hier oben, das ist der nächste wirklich extreme Widerstandsbereich. Und gucken wir uns den Move an. Wir sind über dieses Hoch weggelaufen. Ja, das Ganze fing im Prinzip an, sehr bullisch zu werden, als wir aus dieser Bull Flag hier aus dem Weekly ausgebrochen sind. Da fing das Ganze an, bullisch auszusehen.
Dann haben wir diesen Break gehabt über das letzte Hoch. Da ist es dann sehr bullisch geworden. Und als wir hier noch drüber gelaufen sind, da musste man eigentlich den Euro long sein. Ja, da gab es gar keine große andere Wahl mehr. Und wenn wir uns anschauen, wie die Bewegung hier gelaufen ist, wir sind wie das heiße Messer durch die Butter hier, durch alle Widerstandslevel einfach durchgelaufen. Ja, und wenn da so viel Druck drauf ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit charttechnisch hoch, dass wir zumindest dieses Level hier noch erreichen. Ja, ich markiere mal den Bereich, der hier für uns interessant ist. Das fängt bei diesem Hoch hier an und geht bis zu diesem Tief. Ja, das hier wäre der Mindestbereich, den ich jetzt hier noch sehen würde als Ziel. Vielleicht nicht unbedingt sofort. Ja, wir sind ein bisschen overstretched. Wenn wir uns das in einer kleineren Zeitebene auf dem Tageschart mal anschauen, dann sehen wir, dass die Überkauft-Indikatoren alle schon die Alarmglocken geläutet haben. Auf dem langfristigen Bild hier auf dem Wochenchart sehen wir an der Stochastik, das ist alles noch super gesund. Das sieht ganz, ganz toll aus. Und hier wird es eben erst interessant, wenn wir in diesen Rollover kommen, ja, wenn das Ganze hier so ein bisschen abnimmt und wir mit dem Durchschnitt dann hier diesen Rollover sehen und diese beiden Linien kreuzen, ja, dann ist hier Vorsicht geboten. Solange ist das charttechnisch noch alles in Ordnung. Wir sehen aber, dass wir hier tatsächlich so langsam in die Extreme laufen. Und es ist einfach historisch so, dass wir, wenn wir diese Extrembereiche erreichen, damit rechnen sollten, dass die Trendbewegung dann auch irgendwann vorbei ist. Ich ziehe das Ganze hier einfach mal auf die letzten 20 Jahre, damit man das so ein bisschen beurteilen kann, was hier gerade läuft. Ja? Und die letzten 20 Jahre sehen wir sind jetzt eben hier an diesem Level angekommen. Wohlgemerkt, ja, das war das absolute Extrem bisher. Und ein paar Wochen danach kam dann hier eben auch der Rollover oben und wir sind nach unten deutlich weggebrochen. Na, und auf dem Monatschart, den wir jetzt hier drauf haben, sehen wir eben auch, na, die nächsten Verkaufslevel, die nächsten Widerstandslevel, die liegen halt tatsächlich erst hier oben irgendwo in diesem Bereich. Und das hat beim letzten Mal auch ganz gut funktioniert. Ja, beim letzten Mal, wo wir in dieses starke Short-Hedging gekommen sind und auch dann auf Seiten der großen Spekulanten hier extreme Long-Positionierungen gesehen haben. Ja, diese großen Spekulanten sind typischerweise Trendfolger. Ja, das sehen wir hier auch. Die bauen in diesen Aufwärtstrend, in diese steigenden Kurse immer mehr Long-Positionen auf. Und wenn wir uns anschauen, bis wohin wir da gelaufen waren, ja, das war so ziemlich dieser Widerstandsbereich hier von diesen alten Tiefs, das Tief, das Tief, das Tief, dieser ganze Bereich, bis dahin sind wir gelaufen und dann wieder runtergekommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn wir diesen Bereich jetzt hier wieder erwischen, dass dann hier die Party auch erstmal vorbei ist und die Kurse dann nach unten wegdrehen. Das Ganze kann man auch nochmal verifizieren, indem man sich die Bewegung für den Dollar-Index anschaut. Ja, das ist also ein Währungskorb, der gegen den US-Dollar gepreist wird, oder der US-Dollar, der gegen diesen Währungskorb gepreist wird, so rum ist es richtig. Und hier sehen wir eben auch, dass wir uns innerhalb der letzten 5 Jahre, ja, wir bewegen uns in dieser 5-Jahres-Range. Wir haben das Level oben punktgenau angelaufen, ja, zum Höhepunkt der Krise. Dann sind die Swaplines geöffnet worden und mit dem Öffnen der Swaplines kommt der Dollar hier runter. War dann sehr lange hier recht unsicher. Hat hier so eine Dreieckskonstruktion gemacht und die Bull Flag, die wir gerade im Euro gesehen haben, das ist quasi die Bear Flag, die hier läuft. Und auch hier sieht es jetzt ähnlich aus. Wir sind durch alle Unterstützungslevel hier einfach durch weggebrochen. Und auch hier haben wir jetzt ein Ziel, und zwar diesen Bereich hier unten. Ja, das ist die große Unterstützungszone, die hier läuft. Ja, und da sehen wir eben, wir kommen hier sehr stark in den überverkauften Bereich. Wir sind aber hier auch noch nicht im Ansatz im Rollover. Also entweder die Bewegung zieht sich noch kräftig weiter nach unten oder wir kommen jetzt in so eine kleine Range, so wie hier, ja, in so eine Bodenbildungsphase. Dann haben die Indikatoren hier auch wieder die Möglichkeit zu drehen. Na, und wir sehen das ganz häufig, wenn wir dann auch langfristig diese Rollover hier haben. Na, dann ist die nächste Bewegung meistens auch sehr trendig. Na. Und von daher
das sind die Dinge, auf die ich jetzt achte, was für mich hier interessant ist. Und ich glaube, das gibt ein ganz gutes langfristiges Bild wieder, wie die Situationen momentan hier aussehen. Super, Martin, hochinteressant, wie ich finde, für mich und die Zuschauer, ja, die sind auch gut dabei geblieben, haben dem Ganzen gespannt gelauscht und an der Stelle, ja, mein herzliches Dankeschön für deine Zeit heute Morgen und auch gleich noch die Ankündigung sozusagen, dass du mich sozusagen in meinem Urlaub auch vertreten wirst. Das heißt, in der Zeit, in der ich meinen Sommerurlaub genieße, ist der Martin da. Wir sehen ihn noch mal im Hintergrund. Er macht dann die Morning Briefings sozusagen hier auch für mich und gibt dann jeden Morgen auch interessante Einblicke. Und ich denke, wenn es da in dieser Zeit mal, er ist ja Spezialist im COT-Bereich, das ein oder andere Signal aus dieser Richtung geben wird, wird der Martin auch direkt hier in die Morning Briefings das Ganze mit reinbringen, weil die Informationen sind doch sehr, sehr interessant und wir sehen ja, wie schön das Ganze tradebar ist. Wir hatten ja das Long-Signal beispielsweise im Euro auch getradet, da ist der Martin ja auch gut drauf eingegangen, was da jetzt alles passiert ist, wie sich die Big Boys dort hinten im Hintergrund auch positionieren. Das sind Lesweisen, die brauchen wir Händler und das, ja, da freue ich mich auch schon drauf und sage an dieser Stelle schon mal danke, Martin, für die Urlaubsvertretung. Ja, kein Problem, aber ja, ich werde das sicherlich da gelegentlich mal einstreuen und ich mache das auch absichtlich jetzt hier so. Alles, was ich jetzt hier gezeigt habe, ist frei im Internet zugänglich. Ja, also man muss hier nichts irgendwie kaufen oder abonnieren oder so, sondern das sind die ganzen Charts und auch die Indikatoren, die hier eingeblendet sind, die kommen hier von Barchart, das gibt es alles kostenlos. Und von daher ist das eine tolle Sache, die man auch wirklich als privater Händler sehr gut mitverfolgen kann. Ja, und deswegen zeige ich das auch immer wieder ganz gerne. Ja, und Martin, an der Stelle möchte ich auch sagen, das kommen auch die Rückmeldungen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, super spannend, sehr, sehr schön. Danke uns beiden auch, danke für die lieben Grüße an dieser Stelle. Und ich sage ja, fürs Zuschauen herzlichen Dank. Allen ein schönes, entspanntes Wochenende für den heutigen Tag noch. Gute Trades und wir hören und sehen uns dann wieder am Montag pünktlich um 8.30 Uhr hier über die Kanäle auf Facebook und auch auf Zoom und den Blog-Eintrag, das heißt das Research am Sonntag. Das gibt es natürlich auch wieder. Zumindest hoffe ich das mal. An diesem Wochenende ist ein bisschen viel los bei mir im privaten Umfeld, aber ich denke, das bekomme ich hin. Das kündige ich einfach schon mal an und dann kann jeder schon mal lesen, was am Montag auf der Uhr steht. Das Research am Sonntag ist dazu da und wir blicken dann am Montag entsprechend in die Charts rein. An dieser Stelle, wie schon gesagt, danke fürs Zuschauen. Danke nochmal dir, Martin, und bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.